Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Experteninterview hier bei BEZ TV. Ich begrüße heute Nima Pujan. Er ist Head of Switzerland von Invesco Asset Management. Grüß dich, Nima. Grüß dich, David. Ja, heute wollen wir uns den Markt in China etwas näher anschauen. Und auch in China hängt das Wirtschaftswachstum sehr stark von der demografischen Entwicklung ab. Wie siehst du das für die nächsten Jahre in China? Sehr gute Frage, David. Es gibt Studien, die davon ausgehen, dass bis 2028 China die USA einholen wird, was das Wirtschaftswachstum und natürlich auch den Bruttoinlandsprodukt angeht. Aktuell liegen wir bei China bei 14 Billionen US-Dollar und in den USA bei 21 Billionen. Wachstumsmäßig heißt das, dass China zwischen 5,7 bis 4,5% in den nächsten Jahren wachsen wird, versus 1,6 bis 1,9% in den USA. Jetzt, um über den demografischen Wandel zu sprechen, das Ganze ist natürlich auch ein hausgemachtes Problem der Ein-Kind-Politik der letzten Jahrzehnte. Das Ganze wurde durch die Regierung damals konstruiert und bedeutet natürlich mittlerweile eine Überalterung der Gesellschaft. In 2016 wurde das Ganze dann aufgehoben. Nur das Problem ist jetzt, die Bevölkerung hat sich an die Ein-Kind-Politik gewöhnt. Wenn man das Ganze jetzt mal vergleicht versus Japan, da hat man mittlerweile die ähnlichen demografischen Parameter wie Japan, die als überaltert gelten. Das nächste Problem, was jetzt China auch hat, ist, es gab natürlich eine Zuwanderung der ländlichen Region in die Zentren. Bedeutet auch, wohnen wir teurer. Ja? Heißt, Familien haben sich zum einen dran gewöhnt an die Ein-Kind-Politik, zum anderen ist es günstiger, natürlich mit einem Kind im Zentrum zu wohnen, als mit zwei oder drei Kindern. Wie kann man das lösen? Da hat natürlich die Regierung in China auch einige Ideen gehabt mit dem Fünfjahresplan, was in Technologie und Innovation investiert. Robotik, Automatisierung sind natürlich Themen, die relativ wichtig sind. Nebst dem ist natürlich die Einwanderungspolitik wichtig. Wenn man sich das Ganze in China jetzt anschaut, haben wir eine Einwanderungsrate von 0,1%. Vergleicht man das mit den USA, mit 15% ist es quasi aktuell nicht existent. Die Zuwanderung in die Zentren aus den ländlichen Regionen bedeutet auch einen höheren Binnenkonsum und eine reichere Mittelschicht, was natürlich dadurch auch wieder ein Wirtschaftswachstum für den Wirtschaftswachstum spricht. Ein weiterer Punkt, Reform und Öffnung. Wir haben auch darüber gesprochen in der Vergangenheit, dass China sich öffnet, der A-Aktienmarkt hat sich geöffnet, der Zugang für ausländische Investoren ist jetzt viel einfacher als in der Vergangenheit. All diese Punkte, größere Mittelschicht, höherer Binnenkonsum, technologische Fortschritte, wenn wir uns allein den chinesischen technologischen Bereich anschauen mit Alibaba, Baidu, Xiaomi, Tencent, Bereich führend sind. Und was viele auch nicht wissen, China hat mittlerweile die meisten Patente weltweit. Bedeutet, China ist nicht mehr die Werkbank, sondern auch eine führende technologische Wirtschaftskraft. Wenn man sich all das anschaut, klar, der demografische Wandel besteht und die Probleme bestehen, aber es gibt viele Instrumente, die dafür sprechen, dass China in den nächsten 5 bis 7 Jahren die USA einholen wird. Das hört sich ja insgesamt sehr spannend an. Unsere Anleger interessiert dann auch immer gerne, wie man in entsprechende Produkte, insbesondere auch im chinesischen Markt, investieren kann. Hast du uns da auch was mitgebracht, Nima? Ja, also der chinesische Markt an sich ist ja relativ spannend. Wenn man sich das Ganze anschaut, es gibt ja viele verschiedene Aktienarten in China. Ja, es gibt die A-Shares, das bedeutet, das sind die lokalen Aktien in Shanghai, Shenzhen. Es gibt die H-Shares, die Hongkong-Shares, die ja früher zugänglich waren für ausländische Investoren. P-Chips, Red-Chips. Also da gibt es wirklich ein Riesenkonstrukt an Aktien, in denen man durch die man in den Aktienmarkt investieren kann. Jetzt ist es so, es gibt zum Beispiel A-Aktien-ETFs, es gibt H-Aktien-ETFs, die sich nur darauf fokussieren. Was wir also relativ interessant ansehen, ist der Index von MSCI China All Shares. Da sieht man relativ schön, man kann komplett in alle Aktienarten Chinas investieren und hat komplett ein Exposure zu dem chinesischen Aktienmarkt mit dem kompletten Shanghai Shenzhen Exposure, was bedeutet, die vollen A-Aktien sind ebenfalls in diesem Index beinhaltet.
Wenn wir uns das Ganze jetzt in der Tabelle auch anschauen, MSCI China All Shares versus MSCI China, das ist ja relativ häufig auch in den Portfolios der Anleger und dann auch MSCI China A Shares, da sieht man relativ schön, in dem klassischen MSCI China, da sind auch A-Aktien drin, also die Shanghai Shenzhen-Aktien, die Onshore-Aktien, aber eben nur mit 13%. Wenn man sich jetzt die MSCI China, den MSCI China All Shares Index anschaut, da sind eben 44% A-Shares drin. Und das ist relativ wichtig auch, weil dort durch diesen Index bekommt man Exposure zum lokalen Aktienmarkt. Und nebst dem breiten MSCI China All Shares gibt es noch eine neue Möglichkeit, in China oder China zu investieren. Das ist der MSCI China All Shares Technology. Hier wiederum, natürlich hat man die Hongkong Shares drin und die A-Shares und man kann in die Alibabas, Tencents, Baidus dieser Welt investieren. Wichtig ist, China ist natürlich einer der innovativsten Länder mittlerweile. Also man kann von der Werkbank der Welt mittlerweile weggehen auf einen Innovationstreiber und Technologieland. Und dadurch ist der China Technology ETF, den wir anbieten, auch relativ interessant für Investoren, die genau dieses Exposure haben wollen in diesem Zukunftsbereich. Ja, das hört sich sehr spannend an. Vielleicht auch zur Diversifikation eines breit gestreuten Portfolios, dass die Anleger auch einen Teil vielleicht in China investieren können. Vielen Dank für deine Einschätzung, lieber Nima. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview bei BXWIST TV. Vielen Dank.